Wusch, meine Freunde. Und hallo und herzlich willkommen zu was ganz Neuem auf dem Channel, und zwar Let's Play Bloodborne. Das ist jetzt mein erstes Video, was ich auf der PlayStation aufnehme. Ja, richtig geil, PlayStation 4 Aufnahmen hier. Qualität gibt es nur auf diesem Channel hier, bei den Brotbros. Und ja, würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Oh ja, Bleichblut. Tja, ihr seid am richtigen Ort. In Yharnam wird Blutbehandlung praktiziert. Ihr müsst nur ihr Geheimnis enthüllen. Aber wo soll ein Fremder wie ihr nur beginnen? Dazu sollte etwas Yharnam-Blut in euch fließen. Doch zuerst kommt euer Vertrag. So, ich hoffe, Sound und alles passt soweit, und die Qualität ist auch hoffentlich gut genug. Weil ich habe vorher noch nie auf der PlayStation aufgenommen, ich kann das noch nicht sagen. Aber jetzt erstellen wir erstmal unseren Charakter. Wir nennen unseren Charakter, ist klar, Brotmann. Wir nennen ihn Brotmann. Brot. Mann, so. Das ist der gute alte Brotmann, männlich bleiben wir, alter, jung, so, Herkunft. Ich würde auf Militärveteran gehen. Also das Spiel ist natürlich quasi gar nicht blind, ich kenne das Spiel in- und auswendig. Also das DLC habe ich nicht, das hole ich mir vielleicht noch, und das wird dann eine Premiere im Let's Play. Aber der Rest des Spiels, ich habe die Platin-Trophäe, also so blind ist der nicht. So, also ich passe den Charakter hier immer auch nicht so viel an. Das Einzige, was ich anpasse, ist Haare. Haare ist, ich will eine gute Frisur haben. So, ich nehme den. Kann auch so was Schönes haben auf einem männlichen Charakter. Ist immer noch das beste Spiel. Ich weiß nicht, ob es hier war oder bei Dark Souls oder bei beiden, wo man quasi einem weiblichen Charakter einen Bart geben kann. Nehmen wir einfach. Nehmen wir einfach die Frisur. Ne, braun nicht. Bart wollte ich. Das ist doch ein schöner Bart. Eigentlich so sieht ja am besten aus. Machen wir es einfach so. So, Farbe ändere ich jetzt mal nicht. Weil hier nicht zu so viel rumlabern. Ich hoffe, in den Cutscenes hört man auch die Dialoge dann. Aber so viele gibt es ja eh nicht in dem Spiel, also von daher ist das nicht so schlimm. So, dann los geht's. Gleich nach dem Ladescreen. Ich guck mal auch, wie man das Video dann bearbeitet und so. Das muss ich alles nochmal gucken. Das ist so quasi so ein erster Versuch. Aber ich will eigentlich nur damit angeben, wie viel Skill ich in dem Spiel habe, aber also ja. Vielleicht kann ich Jan dazu bringen, hier auch mal zu spielen. Kommt jetzt was? Gut. Gezeichnet und versiegelt. Beginnen wir nun mit der Transfusion. Oh, nur keine Sorge. Was auch passiert. Ihr werdet das alles für einen bösen Traum halten. Ich versuche auch während den Cutscenes so ein bisschen die Klappe zu halten, wenn was Spannendes passiert. Ja, zumindest wenn jemand redet, dass man das versteht. Aber ich hoffe, das hört man. Ich habe nur einmal einen kleinen Test gemacht, wie der Sound ist.
Ja, da verbrennt der Wolf nochmal. Und dieser Jäger sind wir. Yeah. So. Geht's gleich los. Yeah. So, hier war verschlossen. Ich versuche natürlich so viel das Let's Play zu zeigen, auch wenn ich das schon sehr viel weiß. So, handgeschriebene Kritzelei. Suche Bleichblut, um die Jagd auszuweiten. Gerade öffnen wir hier mal die Tür in die Josefkas Klinik. So, hier gibt es quasi so Gameplay-Tipps für die Steuerung und so, die brauche ich aber alles nicht. Ich weiß, wie ich was ich mache. Hier ist Wolfi. Baum. Scheiße. Ja gut, das war jetzt nicht so geplant wie ich jetzt wollte. Ich wollte ihn eigentlich ein paar Mal hauen und dann abhauen. Aber der hat mich jetzt einfach weggemacht. So viel zu den Skillen und der Platin-Trophäe. Also man kann eigentlich durchrennen quasi bis zur ersten Laterne und sich dann die Waffen holen, aber eigentlich soll man hier sterben. Spannende Cutscene. So, wir sind jetzt im Traum des Jägers. Weißt du, alles so ungewohnt auf Deutsch. Ich habe das auf Englisch gespielt. Ich habe das jetzt ja fürs Let's Play umgestellt. So, hier sehen wir eine verlassene Puppe, die wird später noch wichtig. So, was war ich denn? Hier, Waffen. So eine schöne Trickwaffe. Der Stock, der ist eher für Geschicklichkeitstypen. Wir sind so quasi ein Mix aus Stärke und Geschicklichkeit. Habe ich zumindest jetzt am Anfang gewählt. Aber ich persönlich komme mit dem Stock gar nicht klar, vor allem nicht mit der Peitsche und der macht zu wenig Schaden für mich und alles. Das Sägebeil ist cool, aber meine Lieblingswaffe von den drei Startwaffen ist halt quasi die Axt. Wir können später auch noch die anderen holen, falls jemand das sehen will. So, quasi Feuerwaffe, entweder quasi so eine Shotgun, bam, die ist aber ein bisschen langsamer als die Pistole. Wie können wir das hier so? Der Jägerschuss. Ja, bla bla, die will ich jetzt nicht vorlesen. Also quasi, ich bevorzuge die Pistole. Macht ein bisschen mehr Schaden, aber man müsste auf Blutfärbung spielen, oder wie das auf Deutsch heißt. Ja, Blutfärbung sehe ich da gerade. So, noch kurz das Notizbuch holen. Das Notizbuch ist für online, aber online spiele ich quasi nicht, weil ich... Beziehungsweise, weil mein PlayStation Plus aber abgelaufen ist. Aber ich sagen wollte, die Pistole finde ich persönlich besser, da ich Schusswaffen nur zum Parieren eigentlich benutze. Ein paar Mal einfach nur, um so sinnlos auf Gegner zu schießen. Das ist quasi die Pistole für mich einfach persönlich besser. So. Hier war so ein Boot, da könnten wir Gegenstände verkaufen für Blutechos. Gegenstände kaufen, auch für Blutechos, aber wir haben nur, wir sind gerade gestorben. Der Bloodborne gehört ja zu der Souls-Reihe, also... Ja, wenn man stirbt, verliert man seine Sachen. Das sind ganz Blutechos. So, hier ist noch so ein Stumpfboot, wäre hier. Aber der ist quasi noch nicht aktiviert. Hier haben wir hier noch ein bisschen im Traum rumrennen. Hier ist noch verschlossen. Hier ist quasi immer noch verschlossen, dass das gleiche Gebäude ist. So, der Boot ist auch noch nicht aktiviert. Sonst kann man hier eigentlich nicht wirklich viel machen. Also hier würde es noch überall Tipps auf dem Boden geben. Die hier ja, so halt Hinweise ansehen. Die haben halt so Gameplay-Tipps geben. Das war gerade Waffe transformieren, man kann quasi die Waffe so statt zweihändig nehmen. Wenn man die zweihändig nimmt. Ja, also von der Waffe zu Waffe
Ich kann nicht reden. Von Waffe zu Waffe ist es unterschiedlich. Manche nimmt man zweihändig beim Transformieren, manche auch nicht. Und bei der Axt nimmt man sie halt zweihändig, beim Stock zum Beispiel nicht und beim Sägeball auch nicht. Da kann man immer noch die Schusswaffe verwenden, aber die halt jetzt halt. Ist halt Angriff, sind anders, machen mehr Damage, sind aber langsamer so. Ungefähr ist das immer nicht mit dem Transformieren. So, dann sind wir zurück. Hier können wir jetzt erstmal mit Dingens reden. Seid ihr auf der Jagd? Dann tut es mir sehr leid, aber ich kann euch nicht hereinlassen. Ich bin Josefka. Die Patienten hier in meiner Klinik dürfen nicht der Infektionsgefahr ausgesetzt werden. Ich weiß, dass ihr für uns, für unsere Stadt auf der Jagd seid, aber ich kann nichts machen. Bitte, mehr kann ich nicht für euch tun. Das ist jetzt Josefka, wir haben eine Blutfiole von ihr erhalten. Geht jetzt und Weidmanns Heil. Braucht ihr noch etwas? Aber ich habe nichts mehr, was ich euch geben kann. Bitte, versucht meine Lage zu verstehen. Ich kann nur für eine erfolgreiche Jagd beten. So, sie gibt uns nichts mehr. So, dann rüsten wir mal die Fiole aus. Die ist quasi ein bisschen stärker als die normalen Fiolen. Die werden gleich noch, also von denen wir keine Ahnung, das sind quasi die Heilungs-Items. So, da sagen wir mal hier dem Vollfall. Du hast mich umgebracht. Wichser. Ja. Aha. So, komm hier deine Leiche. Ein bisschen rumwedeln. So. Blutsteinsterber. Sehr gut. Die brauchen wir zum Upgraden. So, das sind die Blutfiolen zum Heilen. Ist ein bisschen dunkel hier noch. Ich hoffe, das ist jetzt im Video nicht so schlimm. Aber hier draußen ist ja eher so heller noch. So, Quecksilberkugeln. 10 Stück. Hier können wir noch nicht hin. Das ist noch verschlossen, aber da sieht man schon auf der anderen Seite, hat man gesehen, ein Item. Dann kommt Tür öffnen. Auf nach Yharnam. So, im Zentrum von Yharnam. Sehr gut, noch ein paar Blutfiolen. Blutfiolen sind wichtig. Das ganze Spiel über sind ziemlich wichtig. Weil da haben wir auch schon Gegner. Tja, komm hier, verpiss dich jetzt. So. Hier noch ein paar. Das ist noch ein Item. Und ein Molotov-Cocktails. Die kann man werfen, die machen gut, ganz gut Schaden, bis man weiter im Spiel vorangeschritten ist, dann nicht mehr. So, Blutfiole. Dann legen wir hier einen Schalter um und die Leiter kommt runter. Da habe ich einen interesting Fact dazu. Hier links, vorher war der Schalter irgendwie in der Beta-Version oder so nicht da. Also nur in der Early-Version von dem Spiel. Da war nur die Leiter da und die meisten Leute wussten ja dann nicht weiter, weil die Leiter übersehen haben. Deshalb mussten die dann den Schalter hinmachen, weil der leichter zu sehen ist. So, jetzt haben wir die Lampe, die kann uns zurück zum Traum des Jägers bringen, da können wir uns so teleportieren. Dann reden wir erstmal mit dem Typen hier. Du, ihr müsst ein Jäger sein. Und ihr seid nicht von hier. Ich bin Gilbert. Ich bin auch ein Fremder. Ihr müsst viel Spaß gehabt haben. Yharnam hat eine besondere Art, mit Gästen umzugehen. Ich glaube nicht, dass ich aufstehen könnte, wenn ich wollte. Aber ich möchte gern helfen, wenn es irgendetwas gibt, was ich tun kann. Diese Stadt ist verflucht. Was auch immer ihr vorhattet, ihr solltet schnell von hier verschwinden. Was auch immer man hier finden kann, es bringt mehr Schaden als Nutzen. So, der gute alte Gilbert. So, hat er noch mehr Dialog? Fleischblut, sagt ihr. Nie davon gehört. Aber wenn ihr an Blut interessiert seid, solltet ihr es bei der heilenden Kirche versuchen. Die Kirche kontrolliert das gesamte Wissen über die Blutbehandlung und alle Arten von Blut. Hinter dem Tal, im Osten Yharnams, liegt die Stadt der Heilenden Kirche, der Kathedralenbezirk. Und tief im Kathedralenbezirk steht die alte große Kathedrale, der Geburtsort des besonderen Blutes der Heilenden Kirche, wie es heißt. Yharnamiten teilen nicht viel mit Fremden.
Normalerweise würden wir euch nicht in die Nähe dieses Ortes lassen, aber heute Nacht ist die Jagd. Das könnte eure Chance sein. Alles klar. Kathedralenbezirk oder so. Müssen wir jetzt hin und finden. Hinter dem Tal, im Osten Janams, tief in diesem Bezirk, steht die alte Hauptkathedrale, die die Quelle des Blutes sein. Okay, ich habe jetzt den Anfang ein bisschen übersprungen. Ich habe noch nie etwas von Bleichblut gehört. Das ist eure beste Chance, wenn es etwas mit einzigartigem Blut zu tun hat. Also alles klar, eine große Kathedrale müssen wir suchen. Hinter dem Tal, tief in die Echte. Alles klar, ihr sagt nicht mehr. Also ich hoffe, man hört das im Video. Wenn nicht, müsst ihr leider die Untertitel lesen, das tut mir leid. Ich gucke mal, ob ich das dann lauter stellen kann, wenn das der Fall ist. So, da würde ich gerne meine Ausrüstung herändern. Wir haben hier Kieselsteine. Und die sind im Obershit hier in diesem Spiel. So, pass auf. Bam, Junge! Habt ihr gesehen? 5 Schaden, das ist richtig krass, Junge. So. Komm hier. Weiter durch Janam. Jetzt mit der Transformation. Bam. Ja, kurz mal so ein paar Angriffe zeigen, so wie skilled ich bin, haha. So, man kann auch hier so Aufladeangriffe machen. Die machen dann halt mehr Schaden. Sind aber halt langsam. Ja, ich wurde einmal getroffen, aber ich habe die HP zurückgekriegt. Kurz nachdem man getroffen wird, kann man die Gegner schlagen, dann kriegt man HP zurück. Sehr nützlich. Na komm. So, das ist jetzt das Tor, das wir unten gesehen haben, als wir jetzt zur Leiter gegangen sind da. Und zur Leiter ist quasi so eine Abkürzung. Da sind wir nämlich wieder hier. So, und dann gehen wir jetzt erstmal hier hin, wo der große gefährliche Typ ist. Das kann niemand wirklich parieren sein. Ich bin nicht so gut im Parieren. Und er scheint im Ausweichen auch nicht. Komm her. Okay, dem bin ich ausgewichen. Au, au, au. Nein, 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 nein. Wieso bin ich denn gerade so schlecht? Der schlitzt mich. Schlitzt mich nicht. Okay, scheiß auf parieren. Wir töten jetzt mit der transformierten Axt. Mehr Power. So, okay, das Parieren zeige ich irgendwann anders. Da hier ist sonst nichts. Aber wir haben Blutfieber bekommen, aber auch viele verbraucht. Ich glaube, das war eher negativ für uns. Obwohl wir haben Blutekos bekommen. Na, so negativ ist das auch nicht. Nein, von da sind wir gerade die Treppe runter, das heißt, wir müssen jetzt hier lang. So. Hier sind noch ein paar Molotow-Cocktails. Und überall, wo man so rote Laternen sieht, kann man entweder an der Tür klopfen oder an demjenigen im Fenster reden. Also mit dem Fenster. Ihr, dieser Fremde. Ja, tut mir leid, aber ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Verschwindet von hier. Aber der will mich nicht. Verschwinden. Okay, der sagt nichts mehr. So, ich freue mich schon auf eine ganz andere Tür. Und zwar die hier drüben. Okay, nachdem ich hier die Gefahr überwunden habe. Was heißt hier verseuchte Ratte? Ach, bam. Ich habe ihn erschossen. So, bam. Ah, oh, könnt mich nicht hitten. Oh, 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 oh. Warm, Junge. So. Schnell jetzt an der Tür klopfen. Elender Fremder. Niemand öffnet in einer Nacht der Jagd seine Tür. Verschwindet. Sofort. Ich liebe diese Tür. Elender Fremder. Elender Fremder. Niemand öffnet in einer... Wirklich nicht? Klopfen wir nochmal. Elender Fremder. Okay. Wenn nicht. Wollen wir höher schauen?
Ja doch, da habe ich vorher geklopft. So. Dann gehen wir mal weiter. So. Quecksilberkugeln, sehr gut. So. Ja, die Fallen können mich hier natürlich nicht überraschen, da ich weiß, dass sie da sind. Wäre lustiger, wenn es blind wäre. Aber naja. Da kann man jetzt auch nichts machen. Na komm her. Zack. Okay, der hat mich getroffen. Okay, der war zu nah. Also man kann diese Aufladeangriffe auch ein bisschen früher loslassen, weil da machen sie halt weniger Schaden. Und in dem Fall der Achsel ist halt auch noch ein anderer Angriff dann. Bam! Massenvernichtung! So. Ich will hier die Blutspielen einsacken von dem Typen. So. Das Item hier kriegen wir noch nicht. Das ist auf der anderen Seite des Gitters. Da könnte man uns da bestimmt einfach durchgreifen, aber ne, das macht unser Jäger nicht. Okay, hier sind jetzt Schützen, die auf uns schießen. Gott, keine Ausdauer. Stamina, please. So, also man hat, nachdem man Gegner getötet hat, auch noch kurz die Chance, auf seine Leiche quasi einzuschlagen. Dann kriegt man auch noch kurz Leben wieder. Und jetzt frissen Kiesel! So. So, wir kümmern jetzt erstmal um den Schützen da oben. Der nervt mich. Hier sind noch mehr Gegner. So. So ein Kaltbluttau und Blutfiole. Sehr gut. Komm jetzt. Was nun? So. Bam! Shit. Komm, den Hund erschießen wir jetzt einfach. So will ich das sehen. Der Rest könnte gefährlich sein. Ist es aber nicht. Blutfiole, zweimal. Aber das, was auf der anderen Seite ist, da kommen wir noch hin. Es wird noch schön. So, dann gehen wir jetzt erstmal aber hier hin. Hier um die Ecke ist noch ein Item. So. Also hier könnte man theoretisch schon quasi so ein bisschen weiter gehen. Quasi in so ein anderes Gebiet ein bisschen. Aber da kommen wir später auch noch so hin, also klopfen wir erstmal an dieser Tür. Ihr sitzt draußen fest in einer Nacht der Jagd. Ah, oh, ihr armes, armes Ding. Das ist nicht so nett. Egal, aber da droppen wir uns nicht down, da wir später eh dahin kommen, wo das hinführt. Wenn wir hier diesen Weg weitergehen, ich wäre natürlich so viel wie möglich mitnehmen. Komm hier, warm und Öl ohne. Sehr gut. So. Da sehen wir, wer gegen diese Tür gehämmert hat. Das war der Fettsack hier. Ne, was willst du? Komm. Komm. Okay.
So, das war ein Konter und jetzt voll ab auf den Konter. Das war auf Deutsch heißt das Eingeweideangriff. Ich mag Englisch Visceral Tech mehr. So, dann haben wir hier eine Fackel und noch mehr Molotov-Cocktails. Wir können maximal 10 gleichzeitig dabei haben. Und der Rest kommt quasi sozusagen in unser Lager, das im Traum des Jägers ist. Das kann ich später noch zeigen, das wäre in diesem Gebäude drin, was da verschlossen war noch. So, und hier sehen wir das Item, das vorhin auf der anderen Seite war. So, dann gehen wir mal weiter. Okay, das ist ganz leise, aber man hört hier so eine kleine Melodie. Die Tür ist verschlossen. Also, aber wir sehen später noch warum, da kommen wir auch noch hin, auf die andere Seite. So. Okay, jetzt haben beide verfehlt, der Hund und ich. Ist ja fast knapp geworden hier. Muss ich mich mal kurz konzentrieren und konnte nicht reden. So, bam. Okay, die war jetzt nicht ganz unnötig, aber die wollte ich mir trotzdem spritzen. Die Blutführerin spritzt sich so schön immer so ins Bein. Da sind bestimmt irgendwelche Drogen da drin, zusammen mit dem Blut. So, Blutkontrolle. Runter hier. Hui. Okay, ein bisschen Fallschaden haben wir jetzt gekriegt, aber ich will auf diese Seite gerne. So. Komm mal her. Kieselstein. Komm, das ist der nächste. Spür die Power der transformierten Jägeraxt. Okay, die Leiche ist jetzt runtergefallen. Ja, aber so schlimm ist das ja nicht. Bam, Junge. Oh shit. Mich getroffen. Ja, genau richtig. So. Hier ist ein Item, das will ich auch holen. Das müssen wir nicht holen, aber das will ich holen. So, ein dickes Kaltblut. Ja, diese Kaltblut-Sachen, die geben meinem Blut etwas. So, der ist mal tot hier. Dieser dreckigen Ratte. Das ist noch so ein Typ. Die Typen mit den Speeren ohne die Fackeln sind halt stärker als die anderen, die wir mit so einer Kombo töten konnten. Wir brauchen schon ein paar Schläge. Klar, wir haben ein neues Rüstungsset. Das legen wir auch natürlich erstmal an. Das ist auch, wie man sieht, besser als das aktuelle. In eigentlich allen Aspekten, außer irgendwie lange Giftresistenz. Aber das sieht doch viel besser aus. Jetzt sind wir ein Swaggy Hunter. Schmeck, schmeck, schmeck. So, da unten sehen wir ein paar Sachen, aber ja, runterspringen wäre der Tod. Also, das würde ich nicht gern machen. Ich mag es zu leben. Ich bin sicher, viele Leute würden mir dazu stimmen. Ja. Ratten. Niemand mag Ratten. So. Was ist denn hier?
Okay, ein Wurfmesser haben wir erhalten. Warum auch immer eine Ratte ein Wurfmesser dabei hat. So, komm jetzt wieder hoch hier. Also hier gibt es jetzt keinen Weg mehr weiter. Wir müssen wieder nach oben. So, erstmal wieder eine Spritze geben. Wir müssen hier wieder nach oben. Hier war ja nämlich eine Leiter. Und dann müssen wir über diese Brücke gehen. So, sehr gut. Komm hoch hier. Hier kann man hier so ein bisschen am Rand lang. Ich muss aber die Seile hier kaputt machen. Zum Glück war da keine Leiche drin. Das wäre jetzt ein bisschen disrespectful. Ja, da haben wir noch ein paar schöne Exemplare, ein paar Wölfe. So, wie gehe ich das denn jetzt am besten an? Aber okay, komm schon. Gut, geh weg. Wölfe sind am Anfang scheiße, weil man hat nicht viel Ausdauer. Aber die haben viel Leben. So, ich muss hier hinter mir. Komm. Ja, jetzt stirb. Okay, die Blutführer war eigentlich auch unnötig. So viel Leben habe ich nicht verloren. Und das Gute ist, wir konnten die Wölfe trennen. Normalerweise muss man gegen beide gleichzeitig kämpfen. So, schön umkreisen. Ich weiß noch nicht, warum ich mit den Wölfen hier immer ein Problem habe. Aber alle anderen Wölfe im Spiel dann total zerstörer. So, sehr gut. Blutfiolen. Da habe ich eigentlich die Fackel schon ausgerüstet? Ja, habe ich. Oh, hey. Bam. Ja, den habe ich gewonnen-hittet. Crazy. So. Da runter gehe ich gleich. Ich will jetzt erstmal hier runter. So, ich habe jetzt direkt mal die Fackel. Was sonst ziemlich dunkel ist. Das kann ich ja mal zeigen. So. Also ich sehe da fast gar nichts. Beziehungsweise ich sehe schon was, aber halt nicht so gut. Und ich glaube im Video sieht man dann fast gar nichts. So, töten wir den auch noch. So, wir nehmen hier jetzt das Item noch mit. Da haben wir einen Assassinen im Rollstuhl. Mit einem Gewehr. Das war auch lustig, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Okay, das öffnet sich nicht von dieser Seite. So. Noch eine Blutsteinscherbe, sehr gut. Und da können wir nämlich hier in den Shortcut aufmachen. Zur Lampe. So, und ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich glaube, das war schon genug für den ersten Part. Wenn nicht, gucke ich mal, dass ich noch was hinten dran schneide. Aber erstmal, tschüss.